Das glaubt mir keiner. Das glaubt mir bestimmt keiner. Bitte, Glitzer, das ist so gut. Wer macht sowas? Das ist einfach. Oh, das ist so ein Schaffer. Da glaubt mir keiner, oh meine Fresse, oh Mann. 3, 2, 1, go. Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sonntagslocals. Und heute haben wir Cyber Herald Fiend gespielt, so ungefähr habe ich das Deck das letzte Mal genannt, als ich gegen Tech-Taktisch gespielt habe. Sehr interessantes Deck. Mix aus Herald mit Cyberengel, mit anderen Feen und versuchen so schnell wie möglich so viel Vorteil zu generieren über Ritualbeschwörungen. Herald und die neuen Cyberengel-Support-Karten. Ja, ich bin heute Platz 9 geworden auf den Locals, beziehungsweise heute, ja, vergangenen Montag ist es schon ein bisschen her für euch, für mich natürlich nicht. Wir haben das Video halt natürlich, beziehungsweise die Locals diesmal Montag gespielt, weil am Samstag die Regionals sind in Hamburg, daher einfach mal auf Montag geschoben, weil ich konnte mir da einen halben Tag frei nehmen und konnte ich dann auf die Locals gehen und wir haben fantastischen 9. Platz von 9 Spielern gemacht. Ihr könnt euch ausrechnen, wie gut das ist. Einfach mal der letzte Scheiß. Ich bin im Endeffekt 1-2 gegangen. Wir haben 3 Runden gespielt bei 9 Spielern und ich bin im Endeffekt noch hinter dem gelandet, gegen den ich gewonnen habe und hinter den beiden, die beide auch noch ein Freilos hatten. Also einfach absoluter Garbage. Yeah, das ist meine Sonntags-Logis-Folge. Da muss ich mich auch in den Grund und Boden schämen. Dabei, ja, ich weiß nicht. Es lag nicht wirklich an denen. Ich glaube, das lag an den Matchups und an den Ziegelsteinen, die mir in die Hände gelegt wurden, teilweise. Oh mein Gott. Steigen wir erstmal ins Deck-Profile ein, kommt zum ganzen anderen Scheiß. Vielleicht erstmal hier die minus 50 Cent. Ich habe, ja, kleines Minus heute gemacht, weil ich hatte das Deck aufgebaut am Wochenende, weil ich halt nun die alle Karten habe und habe dann gemerkt, nachdem ich alle meine Tins durcheinander geschmissen habe und alle Sachen durchgeguckt habe, dass ich nur zweimal Herold, die Herold Ritualzauberkarte ankommt, was war das? Ankunft des Herolds oder Dämmerung des Herolds ist das. Daher musste ich mir noch eine bei Olli kaufen, damit ich das Deck vollständig hatte. Und ja, Deck Profile, steigen wir ein. Fast der gleiche Bild wie letztes Mal, den ich auch gegen Tech-Tastisch gespielt habe. Mit ein paar kleinen Änderungen. Ich zeige euch mal, was ich so gespielt habe. Das Ergebnis, das sollte nicht davon täuschen, wie gut das Deck ist. Ich erkläre euch nachher, was einfach passiert ist. So, wir haben dreimal den Herold der Vollkommenheit. Sehr gute Karte. Level 6er. 6 Sterne als Tribut und annulliert halt für Monster, Zauber oder Fallen Karten. Was ziemlich nice ist und halt uns einen super Stun bringen kann. Und durch den neuen ganzen Support, den wir bekommen haben, können wir uns relativ schnell viele Feen in die Hand suchen, sodass wir quasi mit dem Herold im ersten Zug so 4 bis 5 Negations haben, so quasi den Gegner überhaupt nicht anfangen lassen, können wir alles negaten und dann ihn dann aufs Top, zum Top-Decken bringen, was ziemlich cool ist. Daher 3, eine Ghost, weil ich habe nur 2 Golds und eine Gold Ghost, daher musste ich die zum Spiel nehmen. Dann dreimal Cyber Engel Benten, das ist die Karte, die jetzt halt das Deck deutlich konstanter gemacht hat, das den Herold-Bild. Wir haben ja schon mal Herolds gespielt, vor über 2,5 Jahren hatten wir mal ein Herold-Bild gespielt. Das war damals nur so ein Chaos-Bild. Jetzt kann man mit Cyber Engel Benten das alles viel schöner machen, weil Cyber Engel Benten sucht einem die Feen, die Herold braucht, auf die Hand, wenn sie gerootet wird. Sie ist genau Stufe 6, damit man halt den Herold perfekt beschwören kann. Und zusammen mit seiner Ritualzauberkarte kann man sie auch wieder recyceln, was super schön ist. Und allgemein bietet sie halt super Flexibilität in dem Deck, weil sie halt einfach jede Fee des Games mehr oder weniger suchen kann, was ziemlich geil ist. Dann spielen wir eine Saphira, Königin der Drachen. Es gibt unterschiedliche Builds, einige spielen die auf 3. Ich habe sie auf 3, 2 und 1 getestet. Und mir persönlich hat der 1er-Bild am meisten gefallen. Der 2er- und 3er-Bild, ich hatte oft Hände, wo ich halt entweder nur Saphira oder nur die Ritual Spell hatte und dann entsprechend nur diese einzelnen Handkarten mir die Hand super hart weggebrickt haben. Und dann kam ich damit nicht ins Spiel. Deswegen wollte ich unbedingt diese Bricks vermeiden und wollte sie so niedrig halten wie möglich. Daher jeweils nur eine Kopie, weil dann kann man sie theoretisch einfach mit Vorvorbereitung die Riten suchen und dann hat man sie halt in der Hand. Und
so hat man halt deutlich weniger Brickhände, was eigentlich schon ziemlich cool ist. Und sie war halt heute auch nicht unbedingt der Auslöser von Brickhänden, das waren andere Dinge. Dann Dramai Manju, obligatorisch mehr oder weniger Normal Summon, such dir, was du brauchst, Spell oder Monster. Ist ein bisschen schade, wir haben noch einen anderen guten Normal Summon, mit dem man ein bisschen kollidiert, was ein bisschen schwierig macht, zu entscheiden, welchen Normal Summon sollte man machen. Da haben wir nämlich noch einmal die ganze Sternseraphen-Engine, wir haben zweimal den Zepter und dreimal die Hoheit, die halt die Sternseraphen-Engine ist und ihr kennt ja schon meine ganzen anderen Sternseraphen-Decks, die ich so gespielt habe. Sehr schöne Kombo, man macht sehr viel Plus, man beschwört gute Boss-Monster, die dann noch weiter zerstören, man zieht sehr viele Karten in den Prozess und kann damit sehr viel Vorteil generieren auf dem Feld. Und das Tolle ist halt, über Benten sind halt beide Teile suchbar. Wenn man schon einen in der Hand hat, braucht man nur eine Ritualbeschwörung, hat man beide direkt in der Hand. Oder wenn man zwei Ritualbeschwörungen durchmacht in einem Zug, hat man auch beide Teile in der Hand. Das heißt, sie sind sehr, sehr gut suchbar hier in dem Deck und daher ist es eigentlich wirklich der... Ja, der Normal Summon, den man eigentlich haben möchte, aber wenn halt die Hand nicht so gut ist, dann nimmt man auch trotzdem Manju. Der halt auch die Hand im Brain kann. Dann eine kleine Tech von mir, den Erzherrscher Chris, der ist halt auch suchbar. Wenn man vier Feen im Graveyard specialt man den und lässt den Gegner einfach gar nicht mehr mitspielen, was ziemlich cool ist. Kam bei mir eigentlich fast immer Game 2 rausgesidet, weil ich kann ihn nicht so konstant droppen. Also es gibt halt manchmal die Situation, wo man vier Feen hat, aber dass man konstant einfach vier Feen in den Grave knallt, sind spezifische Kartenkombinationen nötig und durch die Heralds, Ritual-Zauberkarte kriegt man halt nicht immer viele Feen rein, weil man andauernd sie recycelt und deswegen halt irgendwie nichts da rein gelangt. Daher, auf einen ist er ganz gut, hat jetzt heute nicht so viel Action gehabt. Man kann ja auch theoretisch Tribut beschwören, falls man das braucht. War jetzt aber halt nicht so der Fall bei mir gewesen. Dann bei den Handfeilen, wir haben eine aufrichtig, sie ist halt auch genauso suchbar wie alle anderen Feen, ist eine Fee und kann halt gute Boards klären oder gute Monsterkarten, die halt normalerweise nicht so schnell zerstörbar sind durch andere Effekte oder so und dann kann man sie durch Kampf umrennen und dann zweimal Max C als Schutz gegen gegnerische Plays, vor allem wenn man als Zweiter loslegen muss, muss man irgendwie ein bisschen in seine Ressourcen kommen, man muss danach durch die Traps oder durch die ganzen Negation-Monster durchgehen, da kann Maxi eine gute Hilfe sein, um einen guten Anfang zu haben. Dann zwei Instant Fusions, wir spielen Norden. Norden ist genauso eine Fee, erlaubt uns in einige coole Xyz zu gehen, die man normalerweise hier nicht so drin hat. Und man kann damit auch halt den Zepter dann wieder rausholen und so quasi mehr oder weniger die Sternseraphen kommen, also halb starten, wenn man dann die Hoheit in der Hand hat. Und man kann die auch recyceln, die Nordens, daher zwei Instant Fusions, damit man halt damit reinkommt. Und man kann sie theoretisch halt immer für das Ritualheiligtum abwerfen. Dann zu den Ritualzauberkarten halt die eine Hymne des Lichts. Die schützt unseren Herold oder unsere Ritualmonster im Grave, so quasi wie Return of the Dragon Lords, für die Drachendecks, kann man sie banishen und wird das Monster nicht durch Kampf der Karten-Effekt zerstört bei diesem Moment. Damit kann man halt Saphira-Ritual beschwören und dreimal Dämmerung des Herolds, um unseren Herold zu beschwören und halt die Karte, die halt auf die Ritualbeschwörung wieder uns eins der Ritual-Tribut-Materialien wieder zurück auf die Hand geben kann, was ziemlich nice sein kann. Und was mit Benten halt einfach super ist, man beschwört den, ja, quasi for free den Herold, weil man kriegt halt die Benten wieder zurück und die Benten sucht quasi das, was die Dämmerung quasi gerade war, in halt in Monsterform, also man geht nicht minus für die Ritualbeschwörung, was ziemlich nice ist. Dann für Consensus, die haben wir dreimal die Vorvorbereitung gerieten, sehr, sehr schöne Supportkarte für Ritualdeck, sehr schöne Karte, die wahrscheinlich Victorious gekommen ist, super Instant plus 1 auf die Aktivierung, kann man sich direkt den Herold plus die Ritualzauberkarte holen oder halt Saphira plus die Ritualzauberkarte und kommt direkt in seine Plays rein, wenn man schon direkt das Tribut vorder hat, kann man direkt loslegen, sehr, sehr schöne Karte, sehr, sehr gut und dann dazu halt noch die klassische Vorbereitung der Riten. Sehr selten sollte man die Karte jetzt so, wie man sie halt in Necros immer resolven wollte, dass man halt eine Spell im Grave haben wollte und ein Monster im Deck, dass man das so resolvet. Meistens sucht man halt einfach direkt einfach das Ritual-Tribute-Fodder, weil normalerweise ist halt Dämmerung eigentlich fast nie im Grave, es sei denn, man hat sie abgeworfen für Ritualheiligtum. Ansonsten ist sie halt fast nie im Grave und ansonsten hat man halt noch als Target noch die Ritualzauberkarte von Saphira, die halt auch ziemlich cool ist, wenn man sie wieder nochmal droppen kann, wenn man halt nochmal Saphira irgendwie recycelt hat. Aber meistens aktiviert man sie halt einfach nur als Searcher, damit man eine der Rituale einfach nochmal in die Hand kriegt, einfach als Ritual-Searcher direkt von der Hand. Dann für weitere Consistency. Dreimal Landformen, die einhergehen mit drei Ritualheiligtümen. Neue Supportkarte für Ritualdecks, sehr schöne Karte, Zauberkarte abwerfen, man kriegt eine Ritual-Zauberkarte an die Hand oder ein Lichtmonster von Typ Fee, nicht Lichtmonster, ein Ritualmonster vom Deck, kann man sich dann der Hand hinzufügen, was sehr, sehr schön ist, weil man damit halt sich schnell Benten suchen kann oder halt einen der anderen entsprechenden Pieces, die man braucht für eine Ritualbeschwörung. Schöner Zweiteffekt noch, solange
solange sie halt auf, man kann sie halt einmal pro Spielzug aktivieren, Zauberkarten, sein Friedhof wieder zurück ins Deck mischen, sodass man die wieder benutzen kann und dann halt Monster der entsprechenden Stufe anhand der Anzahl der Zauberkarten, die man wieder zurück ins Deck gemischt hat, um dann ein Monster aus dem Friedhof als Spezialbeschwörung zu beschwören, was halt schön ist mit den Sternseraphen, weil die triggern dann wieder auf ihre Specials sammeln und dann machen die wieder schöne Stuff, schöne ganzen schönen Sachen, was ziemlich cool ist. Leider muss es ein Lichtmonster-Typ von Fee sein, ansonsten könnte man auch den Norden rausholen, was ziemlich geil wäre. Sehr, sehr gute Karte, daher auch Triple Landform, weil Landform ist hier in dem Deck eigentlich nie tot, weil man kann Landform wieder für Ritualheiligtum wieder abwerfen und dann wieder halt weitersuchen, was ziemlich cool ist. Dann noch für weitere Konstanz noch einen Emporkömmling Goblin, damit man halt die eine Karte Döner hat. Und den Spalter der Nation, Topf der Begierden, auch drin gespielt. Man aktiviert sie hier nicht von vornherein, es sei denn, man muss unbedingt irgendwie eine Combo-Piece haben. Wenn man irgendwie Herald aufs Feld kriegt, macht man es eigentlich nicht. Und man aktiviert sie immer im Nachhinein. Also wenn man schon alle seine Combos hat, man hat Herald auf dem Feld, dann zieht man sich einfach nochmal zwei Karten nach, damit man dann eventuell noch zwei Feen auf die Hand kriegt, damit man noch mehr Negations hat. Ansonsten kann man sie halt auch für Ritualheiligtum abwerfen, wenn man halt sie tatsächlich nicht aktivieren will, wenn man halt das Deck schon ein bisschen leer ist. Im Endeffekt war sie jetzt vollkommen irrelevant, weil ich habe sie nicht einmal gesehen im ganzen Turnier, daher war sie halt unwichtig, mehr oder weniger. Ich habe sie auch nie rausgebordet, war immer drin, aber trotzdem nie gezogen. Ein Twin Twister halt, dem Deck geht Backrow richtig auf den Arsch, daher den Twin Twister um halt sinnlose Karten da beim Gegner, oder sinnvolle Karten beim Gegner halt loszuwerden, ansonsten kann man sie auch für Ritualheiligtum abwerfen und den Raigeki genauso Monster loswerden oder falls die Karte nicht so gut ist gegen das Deck ist, dann für Ritualheiligtum abwerfen und dann halt für seine Combo-Plays gehen. Das ist cool halt, weil dass man halt mit Ritualheiligtum aus jeder Zauberkarte halt quasi ein sinnvolles Kombo-Stück machen kann für seine Ritualbeschwörungen. Das soweit zum Main-Deck. Dann kommen wir zum Extra-Deck. Das ist auch ein bisschen interessant. Vor allem das Side-Deck wird sehr interessant, weil da habe ich einige interessante Karten reingeballert, die man sonst normalerweise so nicht in Side-Deck sieht. Sieht man eher in diesem Deck. Wir haben einmal Ältestes Wesen Norden halt für unsere Feen-Plays. Ist auch schön. Sie kann direkt einen zweiten Fee rausholen, damit man halt für Fairy Cheer Girl gehen kann, die sehen wir gleich noch. Nummer F0, Utopische Zukunft, um schwierige Bossmonster zu entsorgen, so ein Chaos Max oder so ein Dark Destroyer, kann er schön nerven, kam auch heute in Action. Dann haben wir Abyssbewohner hier für Friedhof-Decks, der Gusto Emerald, um halt wirklich die Ressourcen wiederherzustellen. Dann hier die Cheerleader-Fee, die sieht man eher selten im Extra-Deck. Man braucht zwei Monster von Typ Fee der Stufe 4 und dann kann man einfach ein Xyz-Material abhängen und eine Karte ziehen, was schön ist. Man macht halt einfach bei Instant Fusion Norden, macht das Xyz-Monster, hat Cheerleader-Fee und 1-9er Beatstick und kriegt halt noch einen Draw, ist halt ziemlich cool und man wandelt aus einer Institution Xyz Monster und Draw um. Ist halt ziemlich nice, wenn sie halt überlebt. In einem Zug hat man noch einen Draw. Diamond Direwolf, um ja, Karten loszuwerden, die einem auf den Sack gehen. Genauso wie der Castell. Direwolf meistens auf die verdeckten, Castell auf die offenen. Dann Nummer 106, riesige Hand. So als kleines Extra-Stunt-Teil, wenn man halt schon Herald auf dem Feld hat, kann man noch eine riesige Hand daneben setzen, um halt noch ein extra Negate zu haben. Falls man zum Beispiel eine Instant Fusion hat oder so und man hat schon die Cheerleader-Fee durch, kann man die riesige Hand machen. Das ist quasi nochmal ein extra Negate, den man eigentlich sonst nicht hätte. Weil man, ja, Instant Fusion gibt man schlechte Karten in die Hand. Nummer 101, lautlose Ära, um problematische Monster loszuwerden. Finstere Rebellion, Xyz-Drache, um große Monster loszuwerden. Dann unsere 2-3-Materiale, einmal Wandelstern Ritter Deltaros für unglaubliche Feldzerstörung und halt, damit der Gegner nicht drauf reagieren kann, dass man Zepters-Effekt auf jeden Fall durchkriegt und der übelste Ouroboros, fantastischer First-Turner, Gegner die Handkarte abwerfen lassen. Ist schon ziemlich cool. Und dann ein Constellar Diamond, weil wir halt den Wandelstern Ritter Deltaros drin haben, ist es eine schöne Option, die nochmal als weiteres Material zu haben, damit man den Gegner halt noch mehr stunnen kann, vor allem wenn er halt ein Dark Deck spielt, zum Beispiel BA oder so, ist das ziemlich cool. Dann noch eine 6er-Karte, Nummer 39 über Utopia, was ziemlich cool ist, um halt auch wieder problematische Monster loszuwerden, wie halt eben schon genannt, Dark Destroyer und Chaos Max, der targetet halt nicht, ist jetzt alle Monster auf 0 und kann man dann halt einfach umrennen, muss man halt 2 6er benutzen. Oder ein Sternzeichen-Kundler Potonomy M7, weil mit M7 kann man halt schön Ressourcen wiederherstellen, ein bisschen so Sachen wieder zurück auf die Hand geben, die man vielleicht braucht, man kann halt noch weitere Fee für Herald an die Hand geben und kommt dann halt so auf ein bisschen mehr Stun-Action. So viel zum Extra-Deck. Dann zum Side-Deck. Jetzt wird's interessant. Da haben wir zweimal das Grisail-Gefängnis. Ist eine Pseudo-Interesting Vanity's Emptiness. Man muss halt ein offenes Tributritual oder fusionsbeschworenes Monster kontrollieren und wenn man sie dann halt flippt, kann man sie halt aktivieren und bis zum Ende des nächsten Spielzuges des Gegners können beide Spieler weder Synchro- noch Xyz-Beschwörungen machen und Synchro- und Xyz-Monster können nicht angreifen und ihre Effekte sind annulliert. Also quasi Skill-Drain meets ein bisschen, also trifft ein bisschen auf Vanity's Emptiness, aber chainable, nicht zerstörbar wirklich. Muss nur ein spezifisches Monster auf dem Spielfeld haben und stunt halt den Gegner mega hart aus für seine entsprechende Spielmechanik, die er spielt. Ziemlich coole Sache, war jetzt nicht so in Action, weil ich halt gegen eher etwas lahmere Decks heute gespielt habe, daher nicht so reingekommen, aber theoretisch eine ziemlich gute Karte. Dann könnte ich ja Lass gegen Fallen-Decks. Zwei Twin Twister, halt damit man das Playset komplettiert, falls man halt Pendel-Decks vor allem abkriegt und andere Backrow-Decks.
Zwei Effektverschleierungen, falls man die Effektnegation braucht, wenn man nicht anfängt oder wenn man weiß, dass man als Zweiter loslegen wird. Die Effektwähler kommt dann halt mit in Zeit. Dann dreimal fliegende Szene, die wir letztes Mal noch vergessen haben, in Zeit zu packen. Diesmal für XC-Stacks reingeballert. Ganz gut. Und dann kommen wir zu ein paar Karten. Naja, wir kommen erstmal zu den beiden Herren nochmal zwei Gamers-Heals. Die sind halt ganz normal, mehr oder weniger halt problematische Bossmonster entsorgen. Und dann kommen wir zu ein paar interessanten Karten, die man normalerweise nicht so sieht. Zweimal gesegnetes Licht gegen Finsternis-Decks aller VA und so. Solange das Ding auf dem Feld ist, kann der Gegner keine Finsternis-Monster normalen oder specialen. Und sie können auch nicht angreifen. Oder sie können, glaube ich, angreifen. Nö, können keinen Angriff deklarieren. Und auch mit einem Kampf mit einem Finsternis-Monster kann gesegnetes Licht nicht zerstört werden. Und man kriegt auch keinen Kampfschaden aus dem Kampf, was ziemlich cool ist. Und das ist halt eine Karte, die ist suchbar über Benten. Man kann halt quasi einen Herald machen. Benten suche das Ding, normal summon. Und dann ist der Gegner einfach schon direkt hart weggestunt, wenn er nicht gerade irgendwie halt den Herald so oft forcen kann, dass das Ding weg ist. Habe ich heute auch gemacht, aber der Gegner hat einfach so obskure Karten in seinem Deck gespielt. Das hat einfach nicht gereicht. Und dann eine Karte, die ich mal einfach ausprobieren wollte, das Extreme Victory. Ist, glaube ich, eine Shortprint. Vorbild der Morgenröte. Ist auch so eine interessante Vanity's Emptiness, Lehre der Eitelkeit. Also, solange sie auf dem Spielfeld ist, kann kein Gegner Monster, Spezial- oder Normalbeschwörung beschwören. Kann keine als Spezialbeschwörung beschwören. Und wenn jemand ein Monster als Normalbeschwörung beschwört, dann zerstört sich die Karte automatisch. Eine coole Sache, wenn man halt Gegner gegen Decks spielt, wie zum Beispiel Infernoids, die jetzt sehr, sehr wenige Normal Summons haben und die halt nicht haben, die kommen überhaupt nicht ins Spiel, die können gar nichts machen. Oder man zwingt den Gegner halt dazu, sagen wir mal so zum Beispiel, wir haben Synchrons drin und die wollen eigentlich normalerweise eine Gruppe synchronisierer Normal, um halt was aus dem Grave zu kriegen. Dann forst man quasi den auf den Normal Summon, der kann nichts aus dem Grave holen, weil seine Normalbeschwörung aktiviert sich Vorbild der Morgenröte und will sich zerstören und kann halt nichts aus dem Grave holen. Und zwingt quasi dazu, seinen Gegner seine Normalbeschwörung zu verschwenden und damit er halt nachher weiter specialen kann. Ist eine interessante Karte, habe ich jetzt nicht wirklich einen Einsatz gehabt, aber kann in der Theorie vielleicht mal gut kommen mit einem Herald. Ich wollte sie einfach mal ausprobieren. Und die andere Sache war, ich hatte eigentlich noch geplant, eine andere Karte ins Side-Deck zu packen, die ich dann im Endeffekt aber rausgeholt habe, aber nicht ins Deck gepackt habe. Ich weiß nicht, wie ich die vergessen habe. Und zwar die Karte Victoria. Die habe ich mir rausgesucht aus meinem ganzen Common-Haufen, weil es eine interessante Karte ist gegen Drachendecks, vor allem zum Beispiel Blue Eyes. Man kann damit einfach, ja, einmal Buschspielzug kann man einen Drachen vom Friedhof des Gegners specialen. Das ist ganz nice, einfach mal so ein Blue Eyes for free zu kriegen. Und also, solange man sieht, so mit Herald drauf ist, kann der Herald halt nicht angegriffen werden. Man muss sie halt als Angriffsziel wählen, was ziemlich cool sein kann, um halt den Gegner ein bisschen zu stunnen. Und das ist auch suchbar wieder durch Benten, aber ich habe sie vergessen, ins Hightech zu packen, als ich gegen Blue Eyes gespielt habe, dachte ich mir so, yay. Geil. Ja, das ist soweit das Side-Main- und Extra-Deck gewesen. Ich komme jetzt zu den Matchups. Das ist einfach so der Horror gewesen heute. Ich weiß es nicht. Runde Nummer 1 ging es gegen Chaos Max Blue Eyes. Das war ein relativ einfaches 2-0, was wir gegen ihn gespielt haben. Game 2 hat er halt sich ein bisschen gewehrt. Er hat den Chaos Max rausgeholt. Ich habe so ein bisschen Stuff hingelegt. Er hat ein bisschen wieder zurückgekackt. So. Ich habe halt mit einem F-Zero versucht, mit seinem eigenen Chaos Max zu killen. Dann hat er meinen F-Zero wieder gekaijut. Und dann waren wir so ein bisschen ins Spiel gegangen. Aber ansonsten konnte er halt nicht wirklich viel machen. Game 2 ging es gegen ein mega obskures Hero-Deck, was Roter Resonator spielt, der Märchenschweif, Malicious und Zolkin machen kann, wegen dem Roten Resonator mit zwei Sechsern. Und Game 1 hat er mir Starthand, ist ungelogen, hat er mir drei Manjus und zwei Stühle in die Hand gegeben. Ich so, yay. Ich nehme mir mal den Stuhl, Special Anna Stuhl, ich hoffe, ich ziehe was. Nee, du bist dran. Er haut einfach aufs Feld Zolkin, macht Crystal Wing, macht dann ein Anki, Darklaw, GG. Und mein Feld ist noch nebenbei weggesprengt worden, weil er ein GG hatte, natürlich. Game Nummer 2, ich habe mal jetzt nicht so hart gebrickt, ich hab einen Herald rausgeholt, ich habe gesegnetes Licht genormelt, weil er spielt ja fast nur Finsternis Monster. Er aktiviert eine Hero List, die negate ich ihm, weil ich halt erwarte, okay, er holt jetzt wahrscheinlich einen Bubble Man raus, weil der Bubble Man kann halt das gesegnete Licht umrennen und er kann für Plays gehen, annulliere ich ihm und kann in den Zug, glaube ich, auch nichts machen. Ich ziehe danach, aber ich habe nicht wirklich was. Und dann ist er wieder dran und dann beschwört er dieses Märchenschweif-Ding. Die spielt ja auf 1, damit rennt er halt mein gesegnetes Licht um und kann von dort an langsam wieder ins Game kommen. Auch wenn ich immer das gesegnete Licht Turn für Turn mit Ritualheiligtum immer wieder aus dem Grave specialen konnte, weil es halt Level 1 ist, man muss halt nicht so viel Space dafür zurückholen, konnte das Ding immer umrennen wegen dem Ding. Er hatte auch meinen Herald gebuckt mit Märchenschweif und das Ding war, es war eigentlich ein illegales Play gewesen. Er hätte nicht die Hero List aktivieren können, weil er im Endeffekt in seinem gesamten Deck nur Dark Heroes gespielt hat und er hätte kein legitimes Ziel gehabt, während
das gesegnete Licht auf dem Feld war, hätte er nicht Heroless aktivieren können, weil er kein richtiges Target hatte, was er specialen hätte können. Deswegen hätte ich auch nicht mit Herald negieren müssen. Das habe ich jetzt im Nachhinein erfahren und das war dann auch okay. Habe ich gesagt, okay, passt schon. Er hat auch 1000 Mal versucht, irgendwie Dark Monster aufs Feld zu kriegen. Er hat versucht, mit Resonator, den Armageddon-Ritter zu specialen. Habe ich gesagt, das geht nicht. Also er hat, wahrscheinlich war er zum ersten Mal mit diesem gesegneten Licht konfrontiert und halt wusste einfach nicht, was er dagegen machen soll. Aber im Endeffekt hat er mich halt dann damit gegamed, weil ich halt dann einfach, ich musste halt meine letzte Benton aus der Hand knallen und ich hatte dann halt keine Ressourcen mehr und da kam er dann irgendwann mal wieder mit seinen ganzen Zolkin-Plays und was weiß ich, mein einen Kaiju konnte da halt nicht viel machen. Dann ging es Runde 2 gegen Anti. Runde 3. Und da gibt er mir wieder Brick des Todes. Gib mir 2 Dämmerung des Herolds, einmal die rituelle Zauberkarte von Saphira. Er gibt mir einmal die Pre-Preparation of Rites und einen Herald. So, wow, hier ist ja ein bisschen alles durchgehauen. Machen wir jetzt mal gerade. Er hat angefangen, er hat Rayo und 2 Set gemacht. Ich aktiviere dann die er hat Rayo nicht gar nicht gehabt. Er hatte gar kein Monster Rayo. Rayo wäre Auto-GG gewesen. Er hatte nicht Rayo gehabt, er hatte irgendwas gehabt. So, ich habe halt einfach die Pre-Preparation aktiviert. So, yay, ich suche mir mal einfach nochmal ein Herald und beschwöre das Ding einfach, damit ich 2-8 Death habe, weil ich weiß, dass er Anti spielt, das wusste ich schon vorher, damit ich irgendwas zu Death habe. Hab mir quasi jetzt den letzten, einen Herald geholt und noch die letzte freaking Ritual Spell, weil ich sonst keinen Ritual Spell im Dex hatte, weil die waren alle in meiner Hand, hab den gespecialt. Er wollte ihn specialen, hatte zuerst sofort gewarningt, die erste Ritual Spell geholt, hab ich gleich die zweite aktiviert, hab das Ding hingelegt, er ist dann dran, er normalt Rayo, greift meinen Herald an, ich so, nein, doch, Damage Step macht der Honest, ich negate. Ich glaube, ich hatte sogar Doppel-Herald. Das war einfach so Kackhand. Ich negate mit Herald. Was macht er? Strike. Herald weg. Und nichts mehr. Game Nummer 2. Gibt er mir eine ganz interessante Hand. Ich habe Doppel-Benten, Doppel-Herald und eine Pre-Preparation oder so. Hab eine sau interessante Hand. Das Problem ist, er öffnet natürlich mit den guten, Thunder King Ryo, Donner König Ryo, das ist so, dass ich erstmal nicht suchen darf, flippt eine Vanities um, womit ich dann noch komischer aus der Wäsche gucke und muss erstmal den Zug abgeben. Ich habe so ein bisschen Ritualheiligtum, glaube ich, dann nachgezogen und ich hatte einen Manju in der Starthand auch, der wäre ziemlich geil gewesen, konnte ich nichts machen. Er hat aber den Fehler gemacht, er hat dann eine Gale genommelt, die hat 1-3 Attack, deswegen habe ich danach meinen Manju genommelt, versucht das Ding umzurennen, er hat eine Karte aktiviert, ich glaube, er hat sie zurückgebounced mit der Mirror Force, die halt zurück auf die Hand gibt. Da war die Vanities weg. Dann habe ich hier Pre-Preparation Rough Rites aktiviert. Er flippt seine letzte verdeckte Karte um. Das war Mass Change Second. Wirft seine letzte Handkarte ab. Er hat ich hab vorher noch den Rayo mit Gamesia gesackt, sodass ich wieder searchen kann. Hab dann die Karte aktiviert. Er flippt seine Max Hero Second auf. Macht aus seinem Gale eine freaking Dark Lore. Ich nehme mir dann halt entsprechend den dritten Herald und noch einmal die Ritual Spell. Ich habe Ritual Heiligtum, ich habe dreimal Herald in der Hand, Ritual Heiligtum und die Ritual Spell. Ich habe 7 Karten in der Hand. Er macht halt den Dark Lore. Okay, ich misch meine Hand durch, leg die 7 Karten hin, er holt einen Würfel raus, der halt mehr als 6 würfeln kann. Er würfelt und trifft genau die Ritual Spell. Ich so, are you fucking kidding me? Hast du mir weggesniped aus der Hand? Der Blick nachher war nur noch so. Ich denke mir nur so, what the fuck? Wie viel Glück muss man haben? Oh! Und ja, damit war halt das dann auch gelaufen, weil meine Ritual Sanctuary konnte ich nicht benutzen, weil ich keine Spells mehr hatte und ich hatte einfach tausende Monster in der Hand, mit denen ich aber nichts machen konnte. Und ja, dann hat mir Anti halt mit Rayo einfach mal ordentlich hart gegeben. Und das war's dann auch und im Endeffekt sind wir dann halt 1-2 gegangen und sind halt im Endeffekt auch komplett letzter geworden, weil wir anscheinend noch weiter runter gerankt wurden, als gegen die Spieler gegen die wir selbst gespielt haben. Und als die Leute, die halt Freilose hatten, das, was ich sehr interessant fand, aber ja, sind wir halt mal letzter geworden, ist halt so passiert und immerhin mit einem Deck, was ich halt gerne spiele, mit einem Ritualdeck, lieber mit sowas als mit irgendeinem anderen Kotzkram, mit dem man sich dann halt danach auch nicht identifizieren kann. Ich denke mal, das ist nur einfach eine Sache der Umstände gewesen, die haben mir echt die absolut besten Klötze in die Hand gegeben. Das Ding ist auch, hätte die Builds so verändern können, wie ich wollte, ich hätte immer diese Handkarten bekommen und hätte mit denen nichts mehr machen können, weil die einfach alles hatten und ich einfach nichts. Ich glaube, die Matchups waren einfach genau die falschen, die an dem Tag da waren. Müssen wir sich nicht rausreden. Wir sind letzter geworden, läuft.
Und ich würde sagen, wir gucken uns mal kurz die Trades an. Da habe ich relativ wenig gemacht. Ich habe hier einen Gaydirk mir rangeholt. Eine edle Ritter Boards sind super rare. Eine edle Waffen Excalibur ist super rare. Ich hatte ja gar keinen Boards sind super rare in meinem edle Ritter Deck. Und ich wollte eine zweite Excalibur in super rare haben. Und dann habe ich noch eine Harpy Girl geschenkt bekommen. Von einem Abonnenten. Und ja, ich würde sagen, wir öffnen jetzt noch das Pack. Und dann soll es auch gewesen sein für diese Folge Sonntagslocals. Alle meinten so, ja, yeah, jetzt muss da mal Crystal Wing zum Ausgleich drin sein. Mal gucken. Schmiede der wahren Drakos, Leuchtfeuer des Weißen, Überfallraptor Rachegeier, Künstlerkumpel Buntäugiges Eichhorn als Rare und dann Überfallraptor, ultimativer Falke. Das ist kein Crystal Wing. Ryo Okami, Akte Kaiju, Amor Fagestolz und Dino Nebel Spinos. Ja, das war die Folge Sonntagslocals für heute. Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Das war's dann hier von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.